Seid ihr herzlich willkommen. Eine Blitzbotschaft für 25. September. In vergangenen Tagen haben wir Damen uns eingeschränkt gefühlt. Entweder waren das Einschränkungen von außen oder wir haben selbst über unsere eigenen Grenzen gestoßen. Und haben das Gefühl gehabt, es geht nichts mehr voran. Dieses Grenzgebiet kann natürlich auch Reisen auch bedeuten, von einem Land übergehen auf den anderen. Und hier spüren wir auch diesen Grenzbereich. Aber im Allgemeinen war das doch das Gefühl da bei uns Damen, vor uns ist eine Zaun. Und wir erreichen diesen Zaun und es geht nichts weiter. Und entweder müssten wir ausbrechen oder über diesen Zaun steigen, in die andere Seite sein, damit ein Neuanfang ohne Hindernisse da sein kann. Und das, was wir gerade erleben, jetzt haben wir Ordnung. Und Struktur, mehr Sicherheit, Stabilität, Orientierung in unserem Leben. In die Liebepartnerschaft geht auch Ruhe ein, kommt Bestätigung und auch Beständigkeit. Wir spüren gerade, auch wir Frauen, auch die Männer, die sicheren Boden unter unseren Füßen. Was unseren Gefühlen betrifft, wir spüren die Intuition oder Inspiration, auch die tiefen Gefühle, diese Liebe. Aber wir lassen uns nicht zu, dass uns jemand beeinflussen kann. Dafür sorgt eine Kemadruma-Yoga, wo gerade Mond befindet. Man könnte sagen, Mond ist wie alleine gelassen, ohne Einflüsse von außen, außer dieser Neumond nähert sich und steht Mond dann zum Sonne in Verbindung. Das verstärkt natürlich die Mondenergie und das hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, aber die Einflüsse sind gerade nicht da. Das löst entweder aus, dass es Momente gibt, wo du dich dann alleine, einsam fühlst, oder du bist so stark, dass du das gar nicht zulässt, dass andere Menschen einen Einfluss haben auf deine eigenen Gefühle. Und du bleibst in dieser Stärke. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.